Moin ihr Lieben, ja, es geht weiter mit Teil 2 von meiner Unterkonstruktion, von meinem Abrichthobel, von dem Triton. Ja, das Schränkchen war ja gebaut und jetzt geht's weiter. Ich musste mir ja noch was einfallen lassen und ich habe wirklich tagelang überlegt, was baust du in das Loch von dem Schränkchen? Schubladen? Nee, ich habe genug Schubladen. Ich hatte keinen Bock, Schubladen zu bauen. Was mache ich da jetzt? Und ich sage ganz ehrlich, ich habe da so diese geniale Idee, dass ich sage, so, ich baue da jetzt eine Vitrine ein oder ich mache da jetzt irgendwas mit Beleuchtung oder so, die hatte ich nicht. Ich habe aber eine andere Idee und die zeige ich euch, wie es weitergeht nach dem Intro. Jetzt geht es daran, da müssen Rollen drunter, ne? Und dann hatte ich Rollen bestellt, die sind dann gestern gekommen, ne? Und da habe ich die ausgepackt und dann habe ich gedacht, hä, was hast du denn da bestellt? Also die sehen ja süß aus und die haben auch Bremsen und ganz tolles Gummi, aber sind bis 50 Kilo geeignet. Das lassen wir lieber, ne? So, die habe ich schon öfter gehabt. Die sind unter einigen meiner Projekte drunter. Die schicken auch immer einen guten Schrauben. Also der sieht schon cool aus, ne? Hier so. Der ist im Lieferumfang immer dabei. Aber was ganz cool ist, auch vernünftige Schrauben sind dabei. Passt. So, jetzt mache ich die anderen drei noch, aber das mache ich wieder ohne euch, weil das ist ja langweilig, ne? Und dann melde ich mich, wenn ich den runterheben kann. So, Rollen sind dran. Ich habe teilweise auch andere Schrauben genommen, weil die mir einfach ein bisschen zu kurz waren. Und dann wollen wir jetzt mal gucken, dass ich das vorsichtig nach unten kriege. Das Ding wird ja immer schwerer, ne? Hier der Boden ist Katastrophe, der ist sowas von uneben. Da muss man also immer darauf achten, wie man das Ding hinstellt. Ne? Und jetzt kommt die Hochzeit zwischen Untergestell und der Triton. Ja. Das messe ich gleich noch genau aus und dann wird das verschraubt. Ne? Das machen wir sofort. Aber die Frau hat gerade gerufen, Essen ist fertig. Ne? Und ihr wisst das ja, wenn ich Hunger habe, machen wir gleich weiter. Jetzt geht es daran, ich habe das jetzt genau ausgemessen und justiert. Und jetzt geht es daran, das festzuschrauben. Und hier komme ich mit der Bohrmaschine ganz, ganz schlecht dran. Deswegen will ich jetzt eigentlich versuchen, mit dem Körner. Ach, und der passt da nicht durch. Also das geht schon mal nicht, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Da muss ich was anderes haben zum Dörren, Körnen. Ja, und wie das so ist, ne? Ich habe ja gerade gesagt, ich muss was anderes suchen, ne? Zum Dörren und so weiter. Das habe ich dann auch gefunden. Und ich habe dann eine lange Schraube genommen. Also hier eine lange Schraube genommen. Problem ist ganz einfach, das kippelt dann so ein bisschen hin und her. Hat aber ganz gut geklappt. Die Dörnung ist eigentlich ganz okay. Wenn ich hier mal gucke, ja, ist auch da. Es ist gut, es ist gut. Nee. Hab ein bisschen geflucht, aber ich habe vergessen, die Kamera anzumachen. Ne? Deswegen habt ihr das jetzt nicht mitgekriegt. Ne? Ja, jetzt heißt das Ding sauber machen, bisschen absaugen. Ne? Was ich ja echt cool finde, habt ihr aber bestimmt schon zwischendurch gesehen, sind die Halterungen hier für die Schiebedinger hier. Ne? Die passen links und rechts rein. Natürlich muss ich dann aufpassen, wenn ich
das Teil hier durch die Gegend schiebe, dass ich mir da nicht vor der Werkbank fahre und das abbricht. Ne? Weil das ist aus Holz und ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. So, jetzt werde ich das noch sauber machen und dann werde ich das noch schön einölen und dann ist das Ding fertig. Ne? Und dann kommt gleich der Elmar aus Krefeld, der mir neulich ja noch bei Steckdosen und bei Licht im Flur, quasi Kellerabgang Flur zur Werkstatt, war sehr dunkel. Da hatte ich nur so eine alte Funzel, da hat er mit mir schön eine Leitung gelegt und hier LED. Und der kommt gleich nochmal, wir haben noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir machen wollen und dann werde ich mit ihm zusammen den Hobel noch mal einstellen. Weil ich hatte noch nie einen Hobel, Elmar hat einen Hobel, weil hier muss ja noch mal geguckt werden, ob alles richtig ist. Das andere ist alles schon eingestellt und dann werden wir mal Probe hobeln. Ne? Ihr Lieben, ja, jetzt mache ich das Ding noch ein bisschen schöner und dann melde ich mich zurück. Ich finde das immer klasse, wenn Holz auf Öl trifft. Die ersten Hobelversuche sind gemacht und da war der Helmer aus Krefeld bei mir zu Besuch und wir haben hier so ein paar Kleinigkeiten gemacht und dann habe ich gedacht, komm Helmer, dann können wir ja auch mal den Hobel ausprobieren, weil der Helmer hat einen Hobel, hat Erfahrung damit und ja, das fand ich eigentlich sehr hilfreich für mich und die Ergebnisse waren wirklich top. Doch jetzt geht's weiter mit dem Unterbau.
So, ich habe jetzt die Platte gekürzt, dass die von der Tiefe genau in meinen Unterschrank passt. Aber jetzt sind natürlich die Auszüge zu lang. Und ja, jetzt will ich probieren, ob ich die Auszüge kürzen kann. Und ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt ausgemessen. Ich weiß jetzt, wo ich kürzen muss. Also ich brauche ja hier auch wieder eine Schraube zum Festmachen. Also kappe ich das genau hier hinter dem ersten Loch und hoffe, dass das klappt. Ne? Ja, womit mache ich das? Mit der Flex? Fragen über Fragen. Wir probieren es mal. So, abgeflext haben wir. So, genau so. Und dann muss ich das Holz natürlich auch kürzen. So müsste das passen. Müsste. Schauen, ob ich das hier so, wie ich mir das gedacht habe, richtig mache. Ich habe jetzt hier zwei Leisten gesägt, die ich jetzt wäre eine Einhandzwinge wieder vielleicht doch die bessere Wahl, aber es geht. So, die habe ich jetzt gesägt hier. Habe ich vorher ausgemessen, ungefähr. Das müsste die Höhe sein, wo dann hier die Schiene drunter kommt. Und dann hoffe ich, dass der ausziehbare Boden da reinpasst. Ich hoffe, ich weiß es nicht. So, das würde bedeuten, die hier kommt hier dran. Dann haben wir alles vorbereitet. Müsste so sein. Dann nehmen wir mal. Ich habe ja noch nie eine Schublade oder irgendwas mit Auszügen gebaut, umgebaut oder sonst was. Deswegen bin ich gespannt. Ob ich das hinkriege hier. Ich könnte mich ja jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, so schwer kann das ja nicht sein. Ne? Ja, für so einen Mann ohne Plan. Schwer beim ersten Mal. Soll ich mich wirklich trauen? Kamera laufen lassen und probieren? Probieren und blamieren? Das Einzige, was ist, ich habe hier unten Flügelschrauben drunter. Ob die zu tief sind oder ob das geht. Hey. Also, das würde passen. Das passt auch genau rein. Aber der Schrank ist breiter. Der Schrank ist breiter, etwas breiter. Stimmt auch, habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht.
Das ist aber kein Ding. Dann messe ich jetzt aus und dann kommen da Abstandsdinger oder eine kleine Leiste zwischen und dann müsste das passen. Das machen wir mal eben. So, dann wollen wir doch mal schauen, ob das mit den Unterlegscheiben, ich habe jetzt auf jeder Seite drei Unterlegscheiben gemacht, weil das habe ich ungefähr so im Kopf jetzt mal gedacht, dass das passen könnte. Ja, ich bin jetzt a little bit beeindruckt. Ja. Es passt. Ja, und genau so habe ich mir das vorgestellt. Ne? Ich habe einfach gedacht, dass ich hier ein ausziehbares Teil mache, wo ich dann auch mal ein Werkstück ablegen kann, wenn ich hier hobel. Weil vielleicht muss ich zwei oder drei Werkstücke hobeln. Natürlich kann ich jetzt keine riesen Balken hier drauflegen mit einem Wahnsinnsgewicht, obwohl das hält schon einiges aus. Und dann habe ich eine schöne Ablagefläche. Ja, das passt doch. Und hier unten kommt auch was rein. Nichts Besonderes. Erst einmal. Das zeige ich euch gleich. Ne? Ich habe die Sachen bestellt. Ich habe aber genau das Gleiche habe ich da. Nur da passt mir die Farbkombination nicht. Weil das soll schon stimmig sein. Ne? Ja, da kommen wir gleich zu. Und zwar hatte ich gedacht, das müsste auch von der Höhe, ne, habe ich das, glaube ich, schon. Aber da habe ich geplant und gemessen, dass die da reinpassen. Weil, sag mal, diese von Auer Packing finde ich schon sehr, sehr, sehr geil. Ne? Ist auch schön staubsicher aufbewahrt und dann kann ich hier Klamotten reintun, die ich also hier in dem Bereich brauche oder immer an der Werkbank brauche. Die habe ich jetzt nochmal bestellt in dunkelgrau, weil ich sag mal hier orange und gelb und rot, das gefällt mir nicht, das passt nicht. Das soll also schon ein bisschen stimmig sein. Deswegen, die habe ich in Anthrazit bestellt, also so ein dunkles Grau. Das passt dann schon eher. Da habe ich 6 Stück bestellt. Ich weiß nicht, ob die morgen kommen oder Anfang der Woche. Weiß ich nicht. Und ja, mal gucken. Ne? Ich habe da noch was vor mit einer anderen Geschichte, aber davon später mehr. Ja, ihr Lieben, das heißt für mich jetzt erstmal, mein Schränkchen ist fertig. Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Ich bin super zufrieden. Ich muss mal gucken, wenn die Grauen kommen, dann mache ich hier sehr wahrscheinlich noch eine Trennwand zwischen, die ich dann auch eventuell schwarz färbe. So, hier habe ich also dann mein Ausziehding. Und wenn ich jetzt ich habe jetzt hier zwei Werkstücke, die ich hobeln möchte, dann kann ich eins ablegen. Natürlich, wenn die von der gleichen Größe sind, kann hier hobeln, kann das weglegen, kann das nächste hobeln. Finde ich ganz praktisch. Ist mal was anderes. Ne? Ja, dann an der Seite die Halterung für die Schiebedinger. Ne? Habe ich auch gemacht in den Farben schwarz-orange, genau wie es hier ist. Ja. Ein, würde ich sagen, praktisches und auch vielleicht vom Aussehen her recht schönes Teil. Ne? Wie gesagt, die werden ausgetauscht gegen Grau, gegen Anthrazit, weil so ein buntes Kirmesding möchte ich nicht haben. Und die kommen dann wieder an den alten Platz hinten in meine Regale. Ja, was soll ich noch sagen? Es hat lang gedauert. Ich musste auch wirklich lange überlegen, was ich mit dem unteren Teil mache. Ich hatte am Anfang gar keine Ideen und dann Ideen, die, ja, weiß ich nicht, die waren ein bisschen verrückt oder bekloppt oder nicht bekloppt genug. Kann man jetzt halten wie ein Dachdecker. Ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, euch hat auch mein Schränkchen gefallen. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Ankündigung, das Video ist ja das Sonntagvideo. Am Mittwoch kommt kein Video, weil ich erlaube mir mal, mit meiner Frau 2 Tage nach Scheveningen zu fahren. Und mich ein klein bisschen zu erholen. Aber das nächste Projekt kann ich jetzt schon sagen. Ich fange jetzt an mit dem
Udo Jürgens Tisch. Ja, ich habe da ja so einen kleinen Auftrag, Udo Jürgens, einen Tisch zum Thema Udo Jürgens zu bauen. Vollkommen frei von irgendwelchen Plänen. Das heißt, ich baue, wie ich immer baue. Mein Bekannter, für den der Tisch ist, der weiß nicht, was er bekommt und wie der aussehen wird. Große Überraschung. Und am Mittwoch, letzte Woche Mittwoch, habe ich das Klavier geliefert gekriegt. Und aus dem Klavier baue ich einen Udo-Jürgens-Tisch. Weil ich habe gedacht, ich wollte ja erst nur Tasten haben, die ich ja nicht bekommen habe. Dann habe ich ein ganzes Klavier genommen. Und dann habe ich gedacht, dann kannst du dieses Holz auch dafür benutzen. Also ein, ich hoffe, schönes Upcycling-Projekt erwartet euch mit einem Tisch Udo Jürgens. Gut. Gibt es noch was? Nö, ich sage jetzt einfach mal Tschüss, ihr Lieben. Ich bin, wie gesagt, 2 Tage in Holland. Freue mich dann aber auch auf nächste Woche Sonntag, euch wieder ein Video zeigen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.